Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Wohl kaum ein Ort auf der Welt ist so geheimnisvoll und gleichzeitig so präsent in den Medien wie Nordkorea. In dem Land des Diktators Kim Jong-un sind viele Dinge, die im Rest der Welt erlaubt sind, streng verboten. Vor allem, wenn es um freie Meinungsäußerung geht. Heute zeigen wir euch unglaubliche Fotos aus Nordkorea, die die Missstände im Land aufzeigen. Der Fotograf Erik LaForgue nahm sie auf insgesamt 6 Reisen auf. Sie waren so kontrovers, dass LaForgue von der nordkoreanischen Regierung des Landes verwiesen wurde, da sie Nordkorea in einem sehr schlechten Licht darstellen. Dabei fotografierte Erik LaForgue nur das, was er sah. Und wir präsentieren euch das heute. Legen wir los mit diesem Foto, was noch recht harmlos aussieht. Die Regierung Nordkoreas hat es allerdings verboten, da die jungen Pfadfinder, die wir hier sehen, sich hier vor dem Denkmal des großen Führers befinden und nicht niederknien. Ebenfalls sind die Krawatten schief und die Kinder wirken leicht untergewichtig, was mit der typischen nordkoreanischen Essensration von nur durchschnittlich 200 Gramm pro Tag zu tun haben könnte. Auch dieses Foto ist Pjöngjang ein Dorn im Auge. Nur die modernen Gebäude in der Hauptstadt dürfen, wenn überhaupt, abgelichtet werden. Dieses heruntergekommene Haus hier im südlichen Kaesong wird aber nicht gern gesehen. Dieses Foto aus der Stadt Hamhung nahm Erik LaForgue ganz heimlich auf. Es zeigt Frauen in einer armen ländlichen Gegend, die eine kleine Auswahl an Essen verkaufen. Die Geschichte hinter diesem Foto ist ziemlich erstaunlich. Erik LaForgue war öfter auf sogenannten Touristentouren, in denen der moderne Alltag im Leben eines Nordkoreaners gezeigt wird. Dies geschieht allerdings häufig mit Schauspielern, die nur für die Touristen in verschiedene Rollen schlüpfen. Bei diesem medizinischen Test beispielsweise müsste die Patientin eigentlich das rechte Auge offen haben, doch sie schließt es ebenfalls. Was man hier sieht, ist schon echt schockierend. Kinder im Grundschulalter bei der Arbeit im Feld. Die Regierung sieht vor, dass die Kinder im Dienste des großen Führers schon anfangen zu arbeiten und landwirtschaftliche Arbeiten sowie einfache Fabrikarbeiten übernehmen. Armut zieht auch folgende Bilder. Dieses Haus am Chilbo-See oder diese alten Häuser in Kaesong verfügen weder über warmes Wasser noch über Strom. Die Bewohner nutzen Holzkohleöfen, um zu heizen. Im nordkoreanischen Winter ist das schon eine Art Lebensnotwendigkeit. Die Regierung möchte über diese Seite des Landes Informationen vertuschen und so wurden auch diese Bilder verboten. Schlange stehen für öffentlichen Nahverkehr ist laut LaForgue gang und gäbe gewesen. Durch die Treibstoffknappheit im Land, Stromausfällen und dem schlechten Zustand des öffentlichen Nahverkehrs versammeln sich teilweise hunderte Leute, nur um auf den Bus zu warten. Dieses Bild heißt kein Foto und ist wohl, was die Frau auf Nordkoreanisch zum Fotografen da gesagt hat. Die Lumpen, Kleider und das Gesicht der Frau zeigt, dass sie es wohl ohnehin schon nicht einfach hat. Die Gefahr, von einem ausländischen Touristen fotografiert zu werden und so in Konflikt mit den Behörden zu geraten, ist einfach zu groß. Das letzte Bild war der Grund, warum die Behörden überhaupt auf LaForgues Foto aufmerksam wurden. Es zeigt eigentlich nur ein Paar auf einer Bank. Doch das Bild verstößt gegen mehrere Gesetze, zum einen der öffentlichen Darstellung von Liebe, sowie der öffentlichen Darstellung mit einem Partner, während man uniformiert ist. Glücklicherweise ist das Paar auf dem Foto unkenntlich, sonst hätte es wohl ernste Konsequenzen gehabt. Was meint ihr denn zu den Bildern? Könnt ihr es fassen, dass es im Jahr 2018 noch Dinge wie Kinderarbeit und Häuser ohne Strom und fließend Wasser gibt? Schreibt es uns mal in die Comments. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis dann.